Seid ihr auch alle bereit, Kinder? Denn heute dürft ihr den neuen Spielflitzplatz testen. In meinem ganzen Weißbadeleben war ich noch nie so bereit. Aber zuvor müssen wir noch die Unterrichtsstunde beenden. Erst wenn die Schulglocke bimmelt, ist es nämlich soweit. Die Bremsen versagen. Ich muss einfach los. Schon gut. Es tut mir so leid, DJ. Ich habe nicht bemerkt, dass der Eingang für dich zu schmal ist. Nicht so schlimm. Ich verspreche dir, dass das so schnell wie möglich geändert wird, DJ. Nein, ist schon okay. Ich habe ganz vergessen, dass ich, meinen Eltern auf einer Baustelle helfen wollte. Ich meine, eigentlich wollte ich nicht, aber jetzt habe ich ja Zeit. Der arme DJ. Manchmal ist es nicht so einfach, drei Räder zu haben. Ich werde den Spielflitzplatz umbauen, aber das dauert natürlich ein paar Tage. Oh, wir können doch nicht einfach ohne DJ spielen. Wie wäre es, wenn wir es gleich verbessern? Ich meine sofort. Oh ja, damit könnten wir DJ überraschen. Ich denke mal, dass ihr wahrscheinlich so schnell sein werdet, dass ich den Rumplers gar nicht Bescheid sagen muss. Denkt ihr denn, das klappt? Ob wir denken, das klappt? Also ich denke, das Denken nur auffällt. Darum werden wir das übernehmen. Kommt schon, Buddies. Ich weiß, wo wir Baumaterial herbekommen. Richtig. Zuerst müssen wir die alte Wand einreißen. Das macht Riesenspaß. Einreißen ist meine Spezialität. Und dann wird eine neue hochgezogen. Oh ja, 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 das ist auch schön. Aber erst wird die abgerissen. Das ist ein echter Spaß, habe ich recht, DJ? Ja. Hey, was wollt ihr denn hier? Oh, hallo, DJ. Wir wollten nur mal sehen, ob es dir gut geht, ja? Ja, mir geht's gut. Ihr könnt ruhig weiterspielen. Macht euch keine Sorgen um mich. Ihr müsst DJ ablenken. Dann kann ich heimlich mit seinen Eltern sprechen. Überlass das Loop. Hallo, Herr und Frau Rumpler. Wir wollten fragen, ob Sie Steine oder Holz für uns haben. Und ein paar Werkzeuge. Oh, hat dich etwa das Baufieber erfasst? Es liegen hier bestimmt noch so einige Dinge für dich herum. Oh, wir müssen los, Loop. Na, wie ist das? Ist das genug? Da wird sich bestimmt bald jemand freuen, Herr Rumpler. Ist das viel? Damit könnte man ein Hochhaus bauen. Falls ihr eins baut, sagt mir Bescheid, wenn es abgerissen werden soll. Achtung, Baumfeld! Also gut, ran an die Arbeit. DJ, ja? Kannst du uns bitte mal helfen? Hä? Das bedeutet nicht gut. Ha, jetzt wackelt es zum Glück nicht mehr. Wir müssen ihn wechseln. Was habt ihr denn mit all diesem Zeug vor? Wir bringen das in die Schule. Es ist für Frau Bigley. Ja, genau. Einfach nur so. Es gibt nichts, was dich
mich misstrauisch machen könnte. Ihr schafft das wohl nicht, wie es aussieht. Ich helfe euch mal. Wow, danke, DJ. Braucht Frau Beigli noch irgendwas? Frau Beigli? Aber der Kram ist doch für... Oh, ja, ich meine... Nein, das ist wirklich alles für Frau Beigli. Für die geheime Sache, die wir nämlich vorhaben. Aha, interessant. Ihr macht also was Geheimes. Und das ohne mich? Aber nein, natürlich nicht. Wie kommst du denn auf die Idee? Ich mach mich mal wieder an die Arbeit. Oh nein, haben wir ihn jetzt noch trauriger gemacht? Kann sein. Wir müssen uns unbedingt beeilen, damit es ihm bald besser geht. Legen wir los. Warum? Und wie? Ich weiß es nicht. Aber wir werden es ganz sicher schon noch rausfinden. Wir müssen alles verbreitern, damit DJ auch durchkommt. Trotzdem überrascht sein. Worüber überrascht sein? Überraschung! Was habt ihr denn gemacht? Wir wollten auf keinen Fall ohne dich herumflitzen. Deshalb haben wir alles breiter gemacht. Und dabei bin ich runtergefallen. Zweimal! Jetzt ist es breit genug für drei Räder. Immer schön langsam und mit der Ruhe, DJ. Es ist wirklich sehr viel breiter. Probier mal einen der Tunnel aus. Darf ich auch noch mal auf die Rampe? Aber die Tunnel solltest du auch ausprobieren. Die sind richtig spaßig. Warte! Oh nein! Ein loses Brett! Schrauben des Turms sind locker. Wir müssen sie festziehen. Hilfe! Es ist alles wieder in Ordnung, Scootia. Und los! Sicherheit, geht vor! Oh.
von da oben hätte runterkommen sollen. Hey! Juhu! Oh! Yippie! Ja! DJ, du warst super! Wen wundert's? Dafür ist ein Trike wie ich doch da. Tja, dann sind wohl alle Trikes super. Hast du vielleicht Lust, deine Fähigkeiten weiter unter Beweis zu stellen? Wir könnten echt Hilfe brauchen. Gut, dass ich mein Werkzeug mitgebracht habe. Du solltest es immer dabei haben. Bike Buddies sind zum Glück endlich wieder mit DJ. Jetzt wird gebaut! Es tut mir so leid, dass ich nicht gemerkt habe, dass es für Trikes nicht geeignet ist. DJs Freunde wollten es für ihn verändern, aber ich habe mir gedacht, dass es besser wäre, wenn sie... Oh, wie schön! Für mich sieht's perfekt aus. Ja, wirklich gute Arbeit. Mein neuer Abfall einfach macht aus dem Müllsammeltag einen Spaßtag. Fred, großer Mülltag heute, brauchst sicher etwas extra Hilfe. Überhaupt nicht nötig, Jake. Guckt doch. Na, was sagst du dazu, Jake? Hab ich selbst gebaut. Cool. Hast du den Anhänger auch sicher befestigt, Fred? Ja, der Anhänger ist sicher befestigt. Keine Sorge. Tschüss. Oh. Ich bin schon fast oben. Da wären wir. Kein Problem. Job erledigt. Vielleicht war der Anhänger doch nicht so sicher befestigt. Wir treiben bis zum Park. Ja. Los, versucht mich einzuholen. Da drüben ist noch mehr. Oh. Mama, Papa, was ist passiert? Das ist eine lange Geschichte. Nein, ist es nicht. Du hast fast deinen gesamten Müll verschüttet. Falsch, ich habe meinen gesamten Müll verschüttet. In Ordnung, ich habe einen Fehler gemacht. Aber es passiert nichts Schlimmes, wenn ich alles wieder einsammle, richtig? Richtig, Fred. Wir helfen euch beim Aufsammeln, Blitzbanks. Oh, wirklich, ja? Ihr Kinder würdet das tun? Für mich? Oh, das wäre uns eine große Hilfe. Bike Buddies, wir suchen los! Ja! Hey, du wirst es nicht glauben. Ich habe meine alte Warnleuchte wiedergefunden. Nicht zu fassen, dass sie noch passt. Ich fasse nicht, dass sie noch funktioniert. Wachtmeister Blinker an Hank und Helen Zoom. Wir hören, Wachtmeister. Wir haben einen Code 75 in der Stadt. Mächtiger Müllteppich. Die Meldungen sagen, dass es schlimm ist. Wir wissen noch nicht, wie es riecht, aber erwarten Sie mindestens eine Stinkstufe 4. Oh je, wir sind auf dem Weg, Wachtmeister. Scheint so, als könnte ich die Leuchte gleich gut gebrauchen.
DJ. Hey, Lou, fang die. Das Geräusch hat mir gefehlt. Ist die alte Leuchte nicht toll? Man muss sie fast nie reparieren. Wir sind wohl gleich da. Ui. Mama, Paps, habt ihr den ganzen Müll gesehen? Nein, habt ihr nicht, weil wir ihn schon weggeräumt haben. Moment mal. Ich bin mir sicher, dass der vorher voll bis oben hin gewesen ist. Da muss noch mehr Müll herumliegen. Warum? Wir finden ihn. Wir lassen keinen Müll rumliegen. Los geht's, my Buddies. Scoot Boss, an die Arbeit. Ist das Abfall? Ich denke nicht, dass es so komisch klingen soll. Also ich denke, dass nichts so komisch klingen sollte. Sieht auf jeden Fall wie Müll aus. Wir lassen keinen Müll rumliegen. Warum? Super gemacht, Bike Buddies. Und super Arbeit, Fred und Whoopi. Oh, danke euch. Tschüss und bis bald. Bis bald. Warum? So, falls mich jemand braucht, ich bin bei der Müllpresse und presse Müll. Ja, das wird Müllpressen gepresster Müllpressenmüll. Bis später, Leute. Muss Hausaufgaben machen. Komm in den Park, wenn du fertig bist. Komm. Bis dann, Niki. Ich bin sicher, meine Leuchte ist hier runtergefallen. Wir finden sie schon. Pops? Hä? Mama? Nur einen Moment, Ricky. Keine Sorge, sie ist bestimmt nur weggerollt. Wir finden sie. Aber was ist, wenn nicht? Das war die erste Warnleuchte, die ich bekommen habe, als ich ein Rettungsbike wurde. Sie ist alt und kaputt und macht komische Geräusche. Aber sie ist meine Lieblingsleuchte. Alt? Komische Geräusche? Mama? Jetzt gerade nicht, Ricky. Sie war genau hier. Ich bin ganz sicher. Mama! Pops! Ich glaube, ich weiß, wo sie ist. Leute! Erinnert ihr euch an die alte Warnleuchte, die so komische Geräusche gemacht hat? Ja, genau. Das war kein Müll. Scootio, wo ist der Müllwagen gerade? Auf dem Weg zur Müllpresse bei Maxwell. Da ist er! Pops, Herr Blitzbank! Ja! Vielleicht hält er die Zoom-Cam auf. Zoomcam, los! Oh, hallöchen, Zoomcam! Entschuldige, aber ich habe keine Zeit für... Rate, was die Zoomcam Wichtiges und ganz Tolles sagen will. Der Abfall aus diesem Wagen muss in die Presse. Danke, dass du helfen willst, Zoomcam. Aber ich schaff das schon. Es funktioniert nicht. Unsere Zoomcam sollte echt sprechen können. Ola, wir bringen deinem Pap Zoomcamisch bei. Kommt mit. Wir versuchen, ihn zu stoppen. Ja.
DJ und Freunde. Was? Komm doch, wir müssen ganz schnell vorbei. Das wird grad nichts. Wir haben diese super großen Rohre im Schlepptau. Aber ich muss vorbei. Ich muss einfach. Ich habe einen Fehler gemacht und den muss ich wieder gut machen. Wir können leider nicht zur Seite. Aber ihr könntet durchs Rohr fahren. Das war mein Fehler, Paps. Ich dachte, sie wäre Müll. Aber ich habe sie gerettet. Es ist nichts Schlimmes passiert, richtig? Du dachtest, sie wäre Abfall? Wieso? Ja, sie könnte eine Reparatur vertragen. Ich komme! Loop? Ich bin gar nicht Loop. Ich bin ein Briefkasten. Geh weiter! Papa? Wo bist du denn gewesen? Entschuldige, Ricky. Ich war die ganze Nacht unterwegs und habe die üblichen Rettungsbike-Dinge erledigt. Cool! Und was war das so? Tja, ich habe ein Feuer gelöscht, war auf einer Klippe, da war eine Flut und dann noch ein heftiger Steinschlag. Aber irgendwie hat der Gleiter nicht so gut funktioniert. Das alles ist passiert? Wieso hast du denn niemanden gerufen? Ach, das habe ich. Wachtmeister Blinker war da und auch Maxwell und die Blitzbanks. Sie haben alle mitgeholfen. Und ich habe es verpasst. Ich will auch Bescheid wissen, wenn sowas passiert. Ich weiß schon, wie wir das machen. Damit entgeht dir nicht ein einziger Notruf, Ricky. Herr Zoom erstattet Bericht. Ja! Wenn du älter bist, hast du dein eigenes versprochen. Aber jetzt kannst du erstmal das haben, wenn du willst. Du bist stets bereit, loszudüsen, wenn etwas passiert. Piep, piep, piep. Hey, ich will auch so eins. Aber das ist ein Funkgerät für Notfälle. Und außerdem blinkt es und es kommen lustige Geräusche raus. Aber es ist nur für Rettungsbikes gedacht. Kann ich nicht trotzdem eins? Du kannst mein altes haben, tun. Juhu! Niemand ist so gut wie Lou. Da staunt ihr, was? Und rüber zu Ricky. Hang Zoom erstattet Bericht. Eine Wolke ist in sich. Das Funkgerät. Ich wiederhole. Eine riesige, fluffige Wolke ist im Anmarsch. Over. Oh, das ist doch aber gar kein Notfall. Fertig, Ricky. Fertig. Wachtmeister Blinker hier. Wir haben einen Code 81B. Blip hat einen Stein zwischen den Speichen. Alles wieder gut. Ach ja, es war kein Stein, sondern ein Kaugummi. Ach was. Over und aus. Oh, warum kann denn hier nicht mal was Spannendes passieren? Ich bin bereit einzugreifen, bereit ein Rettungsbike zu sein. Ich brauche einen echten Notfall. Die fluffige Wolke ist weg. Ich wiederhole, die fluffige Wolke ist weg. Over. Was macht es denn? Es kann schön blinken. Guck, wenn man da drauf drückt. So?
leuchtet es. Ich könnte den ganzen Tag nichts anderes tun. Muffelklug hat irgendwas vor. Und nur ich, Steel Awesome, kann ihn stoppen. Hey, wer macht denn Steel Awesome? Hier ist Steel Awesome. Glaubt noch jemand an Gerechtigkeit? Hier ist Steel Awesome. Glaubt noch jemand an Gerechtigkeit? Ist da jemand? Hier spricht Steel Awesome. Steel Awesome! Da ist Steel Awesome! Wenn mich irgendjemand hört, lausche er bitte meiner starken, heldenhaften Stimme. Muffelklunk ist hier und er hat zu allem Unglück seine gefährliche Hypnosemaschine dabei. Oh nein, Muffelklunk ist in Schnellfall. Seine gefährliche Hypnosemaschine lässt Bugs genau das tun, was er will. Ich versuche, mich auf den Weg zu Bezirk 4 zu machen, also in die Mitte der Stadt. Alle die, die nicht hypnotisiert sind, treffen mich dort. Ihr werdet mich an meiner großartigen Heldenhaftigkeit erkennen. Er meint ganz sicher den Nachtplatz. So, bist du wirklich sicher, dass Muffelklunk jemanden hypnotisiert hat? Oh nein, seine Augen. Er ist wirklich hypnotisiert. Süßes, fahr doch weiter, bitte. Aber die Ampel ist doch rot. Hm? Oh, oh ja, das ist sie. Jetzt ist es diese andere schöne Farbe. Und weiter geht's. Wachtmeister Blinker würde uns doch niemals über Rot fahren lassen. Er ist ja auch hypnotisiert. Seht doch! Oh! Autsch! Wo hab ich nur meine Augen? Da geht's lang. Merk's wohl auch! Ist dir vielleicht irgendjemand nicht hypnotisiert? Es wirkt! Ich habe sie alle hypnotisiert, die gesamte Stadt. Jetzt ist alles und jeder unter meiner Kontrolle. Ja, jeden außer uns. Es sieht irgendwie alles so normal aus. Normal? Muffelklunk möchte jedenfalls, dass wir das denken. Das ist sein erster Fehler. Ich denke nämlich nicht. Ricky, Zoom und Steel Awesome. Wir sind jetzt im Bezirk 4, aber wir können dich nirgendwo entdecken. Bist du noch da? Steel? Oh nein. Er scheint ihn wohl erwischt zu haben. Jetzt gibt es nur noch uns. Ricky, es gibt einen Notfall auf der Brücke. Wir brauchen bei der Rettung deine Hilfe. Mein Papa wurde auch hypnotisiert. Muffelklump benutzt ihn als Lockvogel, um uns auch zu hypnotisieren. Ha, aber da fallen wir nicht rein. Ich vielleicht schon. Ich fall immer auf sowas rein. Nein, das wirst du nicht, Lou. Denn wir werden Muffelklump zuvorkommen und ihn fangen. Scusio, wir brauchen den Kran von deinem Vater. Warum? Papa, ich weiß, du bist hypnotisiert, aber darf ich mir vielleicht deinen Kran ausleihen? Oh, ja, ja. Ja, ich glaub schon. Was meintest du? Genau hier, DJ. Bahn frei für den Zoo. Und auch für das Wachs. Probier es mal aus, du. Extra, extra rutschig. Oh, wie geht's toll. Was ist mit dem Kran, Scutio? Ist bereit. Zoom-tastisch. Bringt euch in Position. Muffelklunk kommt hier ganz sicher lang. Alles, was wir tun können, ist warten. Oh, oh, können wir das ganz kurz verschieben? Ich muss mich kratzen, es juckt mich. Es scheint jemand zu kommen. Wir werden jetzt
warten, bis er am Wachs landet. Und dann kommt der Kran zum Einsatz und dann haben wir ihn. Kran, los! Ha, jetzt haben wir die Schnuffelklunk. Hilfe! Der Boden ist viel weiter weg, als er sein sollte. Oder bilde ich mir das ein? Blip ist ja Muffelklunk. Ich bin Muffelklunk? Wieso wusste ich das noch nicht? Das muss ein Trick sein. Muffelklunk, kannst du mich hören? Muffelklunk? Ich bin überhaupt nicht Muffelklunk. Wer ist denn da? Tut? Du bist nicht Tut, ich bin Tut. Jetzt verpasse ich deinetwegen das spannende Ende vom Film. Geschafft. Deine Hypnosemaschine wird niemand mehr hypnotisieren, Muffelklunk. Aber ich hypnotisiere zu gern, das macht Spaß. Es ist ein Film? Was für ein Film? Was ist passiert? Aber das bedeutet ja, dass mein Papa überhaupt nicht hypnotisiert wurde. Und das bedeutet, dass er mich wirklich braucht. Bike Buddies, zoomen wir los. Zur Brücke. Ricky, wieso hat das so gedauert? Wir brauchen deine Hilfe. Ist eine lange Geschichte, aber jetzt bin ich ja hier. Man sollte niemals gleichzeitig an Steinen und Rohren ziehen. Da habe ich etwas übertrieben. Ricky, komm zur Rettung. Top Shake. Spoiler raus. Super Sicht. Bin bereit. Danke euch allen. Ihr habt meine Steine gerettet. Ich weiß zwar noch nicht, wozu ich sie brauche, aber ich sag euch Bescheid. Das wird ganz bestimmt was Tolles. Können wir jetzt endlich nach Hause, bitte? Schön, dass ihr jetzt alle hier seid, Ricky. Wir dachten schon, du würdest gar nicht mehr kommen. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Wir dachten, ihr seid alle hypnotisiert. Nicht hypnotisiert. Nur müde von der Rettung heute Nacht. Los, Bike Buddies, aktiviert mal den Kran. Bringen wir ihn nach Hause. Für heute hat Papa echt genug gerettet.